Wir kommen heute mal wieder zu einer Reise durch die Clicker Idle und Incremental Games. So, als nächstes ist Holiday City Reloaded wieder dabei. Inzwischen bin ich ganz gut vorangekommen. Hier habe ich jetzt schon ein paar Tickets wieder angesammelt, um mit euch jetzt mindestens 8-mal das Event laufen zu lassen. Ah ja, das Event endet schon wieder in knapp 6 Tagen. Dann wird das Tropicana wahrscheinlich wieder durch ein neues oder durch eins der bestehenden mit dem Theater oder dieser Humphrey Show oder wie auch immer das war, ersetzt werden. Was jetzt nicht weiter stört, weil es macht jetzt keinen so großen Unterschied, ob da jetzt in dem Fall 8 Items zur Auswahl stehen oder ob es dann nur 7 sind oder 9, keine Ahnung. Im Moment bin ich kurz davor, das nächste Prestige-Item zu vervollständigen. Die erste Reihe habe ich ja schon abgeschlossen mit 6 Items, also sozusagen die blauen sind schon komplett. Also Golden Watch, Havana-Zigarren, ein Hard-Tablet, ein Champagner, ein Laptop und einen goldenen Füller. Als nächstes gab es jetzt Juwelen, ein Jacuzzi, ein Sportauto und ein Katanas-Schwert. Wobei, habe ich das jetzt schon? Nee. Also das Katanas-Schwert habe ich schon und das nächste sind jetzt noch chinesische Vasen. Mal gucken, was als letztes da dazu kommt. Was insgesamt eben einen Bonus von 3.100 für Ressourcen und Profit sowie Production und Happiness Bonus ergeben hat. So, hier gibt es mal wieder noch ein bisschen was zu kaufen, aber nicht sehr viel. Wobei ich hier aber auch bald dann die nächsten Errungenschaften vervollständigen kann. So, hier gibt es jetzt die nächsten. Inzwischen habe ich jetzt nochmal gespart und die nochmal um 25% gesteigert, also von 15 auf 18. Was auch notwendig ist, weil ich werde noch eine ganze Menge brauchen. Also das City Aquarium ist inzwischen vollständig, zumindest was die Items angeht. Dafür kann man hier jetzt zumindest 50% Bonus aushandeln oder nochmal bekommen. Was ich aber bisher nicht weiter verfolgt habe, weil ich im Moment andere Stellen habe und es lieber in der Insel ausgebe. So, den Port noch einen Upgrade und dann zum Souvenirjob. Also das ist jetzt die Inselseite. Und ihr seht hier, die Business Speed habe ich mit 20-facher Verstärkung schon auf Maximum. Ich nehme jetzt mal an, ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen, aber das wird sich in den nächsten Folgen noch herausstellen, dass wahrscheinlich die alle irgendwo bei 20 eventuell begrenzt sind. Das heißt, das nächste werde ich jetzt erstmal wieder in den Recreation-Sektor stecken. Und je nachdem, wenn das halt nicht klappt, dann nehme ich halt eins von den anderen jeweils. So, und damit ist der nächste Milestone vervollständigt und ich kann jetzt hier in der Insel, mal gucken, gibt es hier 50er, jawohl, machen wir den 92er zuerst, weil eben hier in den 50er Schritten immer noch Boni anfallen. Die Touristen werde ich noch nicht resetten, das mache ich immer erst, wenn ich wirklich das 10-fache erreicht habe und ansonsten gilt hier eben die nächste Stufe. Genau, hier fange ich immer von der letzten Stufe an, vom Island, gucke, ob hier ein Bonus möglich ist. Wenn ja, dann aktiviere ich entsprechend den. Hier habe ich jetzt schon die Stufe 49 dann als mögliche Option. Mal gucken, wie viel davon übrig bleibt. Ja, da werden auf jeden Fall noch mindestens 2 dann direkt schon möglich sein, je nachdem, wie schnell die Stars dann wieder dazukommen. Und hier bin ich jetzt auch schon bei 3 auf 48 und bin aktuell dabei, die letzte Stufe hier zu vervollständigen. Das heißt, es ist eigentlich nur noch das Cable Car. Mal gucken, welches das eigentlich ist. Cable Car ist das mit den Steinen, also das hier. Deswegen ist das im Moment auch noch am niedrigsten, weil da natürlich der Bonus noch nicht greift. Für die anderen, die sind relativ gleich angeordnet, unterscheiden sich aber doch auf bis zu 2 Zehnerpotenzen, wobei der jetzt ja auch bald den nächsten Bonus bekommt. Kann ich mal gucken. 2,3 Faktor ist der nächste Bonus für den. Also starten wir hier dann wieder die nächste Stunde. Das heißt natürlich, dass hier, also es dauert ja immer eine Stunde, ein so ein Upgrade und ich bezahle die normalerweise nicht, sondern dass die einfach die eine Stunde durchlaufen. Das heißt, ich habe hier noch 2 Tage, bin ich beschäftigt, mindestens, ja, weil ich schlafe natürlich zwischendurch auch und mache das nicht ständig, dass ich jede Stunde nachlaufe. Also wahrscheinlich eher 3 bis 4 Tage, bis ich den hier tatsächlich auf dem Maximum habe und dann hier überall zumindest aus den TV-Kampagnen das schon mal rausziehen kann. Keine Ahnung, ob es hier irgendwann eine Deckelung gibt, ob die dann auch irgendwann begrenzt sind.
Ansonsten, okay, der Workshop, da hatte ich jetzt letztens nämlich noch gespart und endlich mal die 50.000 zusammenbekommen oder zusammengebracht, um hier eben auf die nächste Stufe zu bekommen, eben um hier den 50er-Bonus freizuschalten. Und jetzt wäre die Frage, hier dann nochmal auf die 60% zu starten, aber jetzt mache ich erstmal hier. Das macht jetzt nicht mehr so viel aus, ob das jetzt noch um ein Wut, also das ist nicht 9, sondern ich habe jetzt schon von 8, das heißt, es steigt nur um einen einzigen Wut, eben von 71 auf 72, aber trotzdem nehme ich den mal mit. Ja, einfach um dort das Einkommen zu steigern und alle 4,5 Minuten das zu machen. Eine Holz eingekauft habe ich bisher nicht und es wird auch immer weniger lohnend natürlich, weil 72, das heißt in 100 Minuten habe ich jetzt diesen Bonus auf jeden Fall zusammen. Das lohnt sich überhaupt nicht mehr. Und in meinen Milestones bekomme ich jetzt jeden Tag 60 von diesen Holly Bars zusammen. Das heißt, das lohnt sich dann schon sehr. Deswegen bin ich inzwischen auch gewechselt und umgestiegen, dass ich diesen Instant Claim Fee jetzt regelmäßig nutze und dann mir die Mühe spare, das immer wieder aufzuleveln, weil mit einem so einen Tagesbonus kann ich mir zwei von den Dingern leisten und ich mache nicht jeden Tag ein Reset von diesen, von der Insel oder von der Stadt. Man braucht natürlich für beides jeweils einen. So, dann kann ich heute gleich mal noch den Code eingeben. Den Tagesbonus habe ich schon eingesammelt. Und dann gibt es noch 3 Stunden Boni dazu, die ich zugegebenermaßen auch nicht wirklich nutze. Die hatte ich noch ein bisschen genutzt nach einem Reset, um hier eigentlich die Sachen wieder aufzubauen, aber auch das ist weniger geworden. Das heißt, da ist ja die Muße, diese Sachen zu nutzen, eigentlich auch verschwindend gering, weil was ist jetzt der Effekt, wenn ich das jetzt um ein paar Stunden beschleunige? Es dauert eh noch lange, lange Zeit, bis bestimmte Sachen erreicht sind. Und ich habe es halt nicht eilig mit dem Spiel. Ah ja, genau, ich muss natürlich noch die neuen Missionen wieder starten, damit die 12 Stunden dann hoffentlich die nächsten 36 Perlen geben. Also nicht hoffentlich, sondern die liefern sie auf jeden Fall. Ich muss sie dann nur abholen. So, und hier muss ich jetzt mal schauen, wie der aktuelle Stand ist. 1,4 ist die eine Geschichte, dann die 0,9 dazu, das heißt, ich bräuchte hier 2,3 plus noch die 0,4 von dem da. Das heißt, wenn ich auf 2,4 komme, wäre das ausreichend. Das heißt, hier ist es noch zu wenig, um das jetzt zu resetten. Ich hatte leider beim letzten Reset, mal gucken, die letzten 10, hatte ich versäumt, die 0,4 hier ausreichend drauf zu rechnen und habe deswegen etwas zu früh resettet. Das, zum Glück konnte ich, habe ich den R-Profit zuerst gekauft, den ich haben wollte, und habe jetzt halt den Sektor-Profit stehen lassen. Deswegen will ich aber jetzt die 3 auf einmal nehmen und danach ist eh ein ziemlich großer Sprung wieder bis zur nächsten. Und jetzt ist es auch gar nicht mehr so weit, weil es gibt jetzt aktuell, wechseln wir mal wieder zu Steam, es gibt nämlich jetzt für mich nur noch 4 Errungenschaften tatsächlich, die bei Steam abgebildet sind. Das heißt einmal die Facilities mit 1200. Das dauert noch ein bisschen. Dann das Profitparadoxon mit 50. Das ist auch schon eine recht greifbare Nähe. Ebenso die Trophäen. Mal sehen, ob die länger dauern werden als die Fabriken. Und was auf jeden Fall auch schon ziemlich nah ist, das Aurel de Mystic. Und die Sachen werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Also hier sind ja eigentlich nur 10 angezeigt und ihr seht, hier kommt bereits Aurel de Mystic. Das heißt, ich habe nur noch 5 Zehnerpotenzen vor mir, um zumindest dort die Errungenschaft abzuschließen. Wie viel es hier dann tatsächlich noch geben wird, also im Moment sind es auf jeden Fall noch mehr als, also es sind auf jeden Fall die 10. Deswegen keine Ahnung, ob es dann danach aufhört, ob es dann weniger wird. Bei den Trophäen bin ich eben noch 29 entfernt von dem 580, die notwendig sind. Ansonsten bei den Trophäen, genau, da hatte ich gerade geschaut, genau, das Paradox-Level, um das ging es noch. Also ich bin jetzt bei 49, das heißt, mir fehlen bloß noch 3,3, beziehungsweise 2,3 hoch 138, um das zu bekommen. Mal gucken, schauen wir mal beim Flughafen vorbei. Vielleicht kann ich mir die ja kaufen. Hey! Ja. Das heißt, damit kann ich mir zumindest schon mal diese Errungenschaft abschließen. So schnell ist jetzt zumindest eine weitere Errungenschaft. Wo hatte sie jetzt hin versteckt? Genau, Tech ist greedy. Da ist Level Paradoxon 50 ist freigeschaltet. Also damit sind es nur noch 3.
Errungenschaften, die mir noch fehlen. Was aber nicht heißt, dass ich das Spiel danach beenden werde, sondern ich denke, das werde ich wieder noch eine Weile weiterspielen, bis so bestimmte Grenzen erreicht werden, wo es dann keinen Spaß mehr macht. Jetzt machen wir mal noch hier das Event-Play und schauen mal, ob ich noch das nächste Prestige-Item fertig bekomme. Mal sehen, inwieweit wir hier dann auch feststellen können, dass das bei 27 dann wieder von vorne beginnt. Das heißt, dass hier im Gegensatz eben zu Midas Gold Plus das nicht ewig weiterläuft. Aber auf jeden Fall haben wir hier noch eine ganze Menge an Tickets, die wir ausgeben können. Also genau, damit ist die nächste Stufe erreicht. Das heißt, ich kann nachher auch einige Agenten dann freischalten. Da bin ich im Moment auf Stufe 8 mit allen. Das heißt, da geht es jetzt dann auf Stufe 9 zu. So, jetzt ist die nächste Stufe erreicht. Sind wir jetzt bei 22 als nächstes. Natürlich, diese Milestones bringen natürlich dann nochmal einen deutlichen Boost, einfach was die Coins angeht. Aber ihr seht, wenn man dann schon mehrere von diesen hat, dann wird es schon deutlich seltener. Also anscheinend sind eben jeder einzelne Buchstabe hat seine Wahrscheinlichkeit. Und wenn natürlich 5 Buchstaben auftauchen können oder 5-mal ein Buchstabe auftauchen könnte, ist es deutlich wahrscheinlicher. Und der letzte Buchstabe lässt dann halt ziemlich auf sich warten. So, die 24 kriegen wir auf jeden Fall noch voll. So, mal sehen, wie viele Tickets wir noch zusammenbekommen, um eventuell dann noch den nächsten 10er zu machen, weil es eben einfach viel, viel angenehmer ist, einfach diesen 10er-Multiplikator, also die zu machen, als wenn man versucht, jedes Ticket einzeln und dann wartet, bis dieser Zeiger da durchgelaufen ist. So, die haben wir jetzt auch. Okay, das heißt, die 28 kriegen wir jetzt nicht mehr voll, weil so viele Tickets wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber es hat auch nicht gereicht, die 80, 90 Tickets jetzt insgesamt auszugeben, um damit das Prestige-Item zu vervollständigen. Dann gehen wir jetzt zu den Contract Agents. Wie gesagt, im Moment alle auf Level 8. Das heißt, jetzt kann ich erstmal wieder gucken, welcher von beiden sich momentan mehr lohnt, Kaffeetasse oder die Mine. Das heißt, die ist bei 210 und die Kaffeetasse ist natürlich deutlich höher. Das heißt, da ist die Kaffeetasse, bekommt den Vorzug. Dann das Hotel oder das Kernkraftwerk. Also 215 zu 211. Hotel gewinnt. So, wieder Kaffeetasse. Kaffeetasse Level 10 ist uninteressant, weil hier greift jetzt wieder der Mechanismus zu sagen, okay, ich möchte bitte möglichst schnell diesen Holzbonus haben. Der ist mir wichtiger als jetzt tatsächlich der Moneybonus. Deswegen geht es an der Stelle dann eher bevorzugt Level 9. Und hier das Gleiche und ebenso. Achso, okay, das war's schon. So, das heißt, die Hälfte, nee, noch nicht, es sind erst 4 von den 10 Agents jetzt auf Stufe 9. Das heißt, es dauert noch eine ganze Weile, bis die dann eben ihren nächsten Multiplikator bekommen und das jeweils dann wieder verdoppeln. Deswegen durch die Verdopplung ist es dann auch nicht so gravierend, was die Boni dann wiederum ausmachen. Deswegen kann ich auch ganz beruhigt erstmal die Stufe 9 durchgehen und muss nicht da auf Stufe 10 forcieren oder so weiter. Ja, das Office, ich kann mal noch hier schauen, alles verkaufen. Beziehungsweise im Moment nicht verkaufen, weil ich habe das jetzt auf das Ding umgemünzt. Dann machen wir das mal wieder zu Food und verkaufen das Ganze hier. Und dann mal schauen, was es für einen Unterschied macht. Ja, dann können wir das gleich aktivieren. Dann ist da genug Kohle zusammengekommen. Und wie gesagt, also 1,4 hatte ich gesagt, 2,4 sollte ausreichen. 2,4 hoch 20 bekomme ich danach. Dann passt das. Und ich verwende jetzt eben diese Instant Claim Fee, damit ich nicht den ganzen Aufbau wieder machen muss und kann hiermit die 3 weiteren Updates kaufen. Das heißt, Audrey ist jetzt nur noch 4 Updates entfernt. Und mal gucken, es gibt auf jeden Fall noch die ganze Reihe voll von Updates. Also mal sehen, ob das irgendwann zum Ende kommt. Genauso wie hier immer noch etliche Upgrades ausstehen. Also da geht es auf jeden Fall noch weiter. Bei dem Exponenten 300 oder beziehungsweise 308 ist das, was mit einem bestimmten Zahlenwert technisch speicherbar ist. Mal sehen, ob sie das hier auch verwendet haben. Also das Problem, wo sie zum Beispiel eben bei Crusader of the Lost Idols, also das ist jetzt nicht von der Firma, sondern von denen ist ja Midas Gold Plus, wo auch so ein
Limit bei 300 zu sein scheint, weil sie mehrere Sachen darauf begrenzt haben, aber dazu später mehr. Mal sehen, wie sie hier damit umgehen, ob sie da den Exponenten 300 überschreiten können und dann dort weitergehen oder ob sie hier letztlich auch die Limits haben und dort eine entsprechende Speicherkapazität maximal nur nutzen können und somit keine höheren Exponenten zulassen können. Aber es wird noch ein bisschen dauern. In der Zeit, es gibt jetzt nicht mehr wirklich was Neues zu entdecken. Es sind eigentlich eher so die bestehenden Boni weiter auszubauen, das Ganze zu nutzen. Also ganz am Anfang, wo das dann halt mit dem Town angefangen hat, das dann nach und nach ausgebaut wurde. Ab Stufe 6 hieß es dann City, wo auch wieder hier verschiedene Sachen dazugekommen sind. Die Grafik hat sich ja zwischenzeitlich geändert, deswegen hier ein bisschen andere Darstellung, ein bisschen rundere Form inzwischen. Und ja, also Metropolis dann, ab 16 dann Capital. Jetzt ab 21 Megapolis. Und ab 26 ist jetzt die Holiday City und seit 31 Skyline City und mal sehen, ob dann 36 sich auch nochmal ändern wird. Aber wie gesagt, das Pushen mit den Stunden lohnt sich jetzt nicht so sehr. Ich lasse es einfach langsam weiterlaufen. Das gleiche hier bei der Insel. Während Level 1 im Tropical Island war, dann ab 6 Coral Island, ab 11 Paradise. Dann Continental und mal sehen, wie es da weitergeht. Also hier brauche ich ja 1200 Facilities, die ich dort nutzen soll oder beziehungsweise 1200, die ich dort insgesamt aktivieren soll. Es sind eben 15 verschiedene Bereiche. Das heißt, ich muss diese auf jeweils Level 80 bringen und das heißt, ihr seht, ich bin hier gerade mal noch teilweise ein Level von der Stufe 80 entfernt. Beziehungsweise hier drei Level dann. Das heißt, auch das sollte nicht mehr allzu lange dauern, hier die 1200 dann voll zu machen. Und mal sehen, mit 3,3 hoch 8, das ist ja vorhin auch nichts aufgeleuchtet. Also hier ist es noch relativ weit weg, um hier die nächste Stufe zu machen. Wird es wahrscheinlicher sein, dass ich hier vorher noch weiter aufsteigen kann. Also mal sehen. Aber auch die Errungenschaft ist nicht mehr allzu weit weg. Und was hier noch ist, weil hier das sind die normalen Money-Upgrades, aber hier gibt es ja noch die Hollybar-Upgrades. Und hier ist es auch so gewesen, dass eben nach einer bestimmten Anzahl jeweils die nächsten freigeschaltet wurden. Wie viele es insgesamt gibt, kann ich noch nicht einschätzen. Das erste, nachdem ich das 10-mal gekauft habe, ist das freigeschaltet worden. Dann nach 9-mal von dem hier ist das freigeschaltet worden. Hier braucht es dann 11, 12 und 13, genau. Wie viel ich von dem brauche, weiß ich noch nicht. Habe ich noch nicht, also ich habe noch keine von dem gekauft und kann es daher auch noch nicht sagen. Aber natürlich, da die Hollybars sich jetzt ganz gut ansammeln, ich vermute mal, dass es hier dann jetzt 14 sind. Das können wir ja gleich mit unserem, können wir jetzt gleich nochmal gemeinsam testen. Also Vermutung eben, wie gesagt, 14. Das sollte soweit ausreichen. Ich könnte auf jeden Fall 22 könnte ich auf jeden Fall kaufen. Also hoffe ich mal, dass es aufgeht. Also 1. Okay, nach 14 ist das nächste Item freigeschaltet worden. Damit ist jetzt der 9 Millionen für 80 freigeschaltet worden. Den werde ich jetzt natürlich nicht kaufen, weil mit 10 ist es zu wenig. Den werde ich dann erst aktivieren, wenn ich tatsächlich wieder genug zusammen habe. Und es wahrscheinlich ist, dass ich alle auf einmal kaufen kann bis zum nächsten Anstieg. Das sollte sich entsprechend dann auch schnell bemerkbar machen, dass natürlich dann hier auch das hier ganz gut ansteigen wird. Aber mal gucken. Also im Moment hat es sich hier, bleibt es hier weiter eher gemächlich. Vom Anstieg her, es waren jetzt von 2 Millionen Bonus auf 19, also fast eine Verzehnfachung. Aber zumindest sieht man, dass es überhaupt hier sichtbar ansteigt. Das heißt tatsächlich, wenn es jetzt so im 5-Sekunden-Takt oder so weiter ansteigt, dann sollte ziemlich bald das Level 18 geschafft sein. Aber ja, also auf jeden Fall durch diese Freigebigkeit hier mit diesen Claim, also mit den Hollybars, ist das auf jeden Fall ziemlich entspannt und lässt sich auch dieser Bonus nach und nach aktivieren. Aber jetzt erstmal zurück zu dem Money-Bonus und hier dann bei 98 den nächsten Bonus auf Eiscreme-Profite. So, das jetzt noch als letzte Info und
damit dann weiter zum nächsten und dann bis zum nächsten Mal bei Holiday City Reloaded.